Jo Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video bei NoFunction Factory. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr seht, steht hinter mir der BMW E36 323i, die Limo, die wir abgeholt haben. Und eine Sache, die mich ja schon seit dem Kauf stört, was ich auch gesagt habe, ist dieser Dosenlack da drauf. Ich glaube, mit dem Vorbesitzer von Depot Vorbesitzer gesprochen zu haben, beziehungsweise geschrieben zu haben über Instagram, der das Auto wiedererkannt hat und er meinte, er hätte das Auto wohl angeschliffen. Komm, wir gehen mal zur Karre. Also wie man sieht, löste hier überall schon der Lack ab. Jetzt habe ich auf jeden Fall Kratzer drin, sehr gut. Darunter ist der Lack sehr, sehr glatt. Also entweder hat das wirklich super fein angeschliffen mit irgendwie tausender Vlies oder gar nicht. Und ich vermute mal, er hat es gar nicht gemacht. Das ist nämlich wirklich sehr, sehr glatt. Und hier überall löst sich der Lack schon. Zu diesem Zweck wurden wir unterstützt von King Size Autopflege. Schaut auch an euch auf jeden Fall an der Stelle. Vielen Dank. Ihr habt uns Eulex geschickt von Kochchemie. Ich bin sehr gespannt. Das ist quasi eigentlich ein Klebstoff- und Fleckenentferner. Bevor wir das probieren, werden wir aber erstmal mit dem Dampfstrahler hier jetzt über das Auto gehen. Ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange. Wir fahren das Ding in die Waschbox und probieren dann mal aus, ob der Dampfstrahler vielleicht schon ein bisschen was anrichtet. Hochdrücken. Leitern. Digga, ich hab rausgeholt. Oh, noch zwei. Perfekt. Also, probieren wir doch mal aus. Wo ist denn hier der Schuh? Aber bei Klarspielen sieht man besser, was man alles abstrahlt. Ne? Also, wie zu erwarten war, reicht das leider nicht aus. Ich würde sagen, wir werden jetzt mal das Zeug rausholen. An der Stelle, wie gesagt, nochmal ein dickes, fettes Dankeschön an King Size Autopflege an der Stelle. Der Kollege und ich, wir sind ein bisschen länger schon am Schreiben. Und als er von meinem Problem gehört hat, hat er gesagt, probier es doch erstmal mit Eulex. Das Ganze ist von Kochchemie, ist wohl ein Klebstoff- und Fleckenentferner. Er meinte, das Zeug hat wohl richtig Power. Und ich würde sagen, wir werden jetzt nach Anleitung da einfach mal ein bisschen was auf den Lack aufgeben und mal gucken, was passiert. Vielleicht können wir das ja so ein bisschen einweichen, den Lack damit, und dann mit einem Dampfstrahler runterholen. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich die beste Vorgehensweise. Nicht gut. Also es löst auf jeden Fall die Farbe an, aber ob wir damit die komplette Farbe runterkriegen, das würde ich jetzt mal in Frage stellen. Also wir lösen auf jeden Fall die Farbe deutlich an, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das da, sag ich mal, so ein bisschen einwirken lassen soll. Ey, ich habe nichts gesagt. King Size Autopflege hat mich auf jeden Fall, ey, ihr habt mich. Alter, geil. Und wenn jetzt der ganze Lack, sag ich mal, so angelöst, dann müsste ich ihn noch theoretisch auch abspülen können, oder? Oder? Das wäre so geil, wenn das klappen würde. Kein Bock, das runterzuschleifen oder so. Weil das Schöne ist ja, wenn das nicht angeschliffen ist, dann können wir den Lack danach, können wir gucken, wo Roststellen sind, das Ganze wirklich in Wagenfarbe nachlackieren und können daraufhin dann den Wagen einmal aufpolieren. Dann sieht der wieder schick aus. Ne? Ich finde halt so Dosenlacke persönlich sehr, sehr... ich will jetzt nicht persönlich angreifen, aber ich finde, es wertet ein Fahrzeug doch schon sehr doll ab. Würde ich sagen, hauen wir mal einen Euro drauf gleich, wa? Hm.
will hier auch nicht zu viel an der Heckklappe nur verschwenden, ne? Ja, das ist echt. Guck dir das mal an. Als wäre das Abbeizer, aber es ist keiner. Aber stimmt, Abbeizer wird ja auch zum Klebstoffentfernen verwendet, also ist es gar nicht mal so abwegig. Alter! Fett! Freunde, wir haben jetzt ungefähr 5 Minuten gewartet und ich hab's ohne Scheiß, ich muss ehrlich sagen, ich hab das nicht für möglich gehalten, ne? Vielleicht schaut euch das mal an. Hier ist der Lack halt ein bisschen dicker, aber wenn ich das hier mache, kann ich meinen Namen schreiben. Wir werden jetzt den Dampfschalter mal ausprobieren, an dieser Heckklappe, weil das Zeug wirklich wie Abwalzer funktioniert. Wenn man das hier mal sieht, wo der Lack schon ein bisschen schwächer war, da ist das richtig drunter gekommen. Guck mal, wie Abwalzer. Das Zeug kommt richtig geil runter. Dann würde ich sagen, probieren wir mal unser Glück. Dampfschalter und los geht's. Digga. Kann man nichts sagen, oder? Ich würde sagen, ich mache noch ein bisschen weiter und dann, ja. Sehen wir uns vielleicht wieder, wenn ich ein bisschen vorangekommen bin. Ich werde jetzt noch ein paar Mal das Zeug drauf machen und so. Man sieht ja noch nicht, alles ist runtergegangen. Wir arbeiten mal ein bisschen weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh. Oh. Ja. So Freunde, hinter mir steht das Auto, so wie es jetzt aussieht und ich glaube, man kann auch im Hintergrund schon erkennen, dass es nicht sehr gut aussieht. Es sieht überhaupt nicht gut aus und wie schlecht es aussieht, das würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zusammen nachsehen. Wir haben leider nicht den ganzen Lack runterbekommen, wie man sieht, aber ja, schon mal ein bisschen was natürlich nachher beim Vorbereiten für die weiteren geplanten Schritte, auf die wir gleich eingehen werden, erleichtern wird. Wir gehen mal zum Fahrzeug hin, würde ich sagen, und ja, schauen uns dieses Desaster an.
Auf den ersten Blick sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus. Also ich sag mal so, jetzt hier auf der Kamera gerade, von hier sieht es wirklich nicht schlecht aus. Klar, da fehlt die Leiste und so, aber darauf wollen wir uns jetzt nicht konzentrieren. Es geht ja jetzt erstmal in erster Linie um den Lackzustand. Ne? Aber sobald wir hier auch nur ein bisschen näher gehen, sieht man schon, dass wir definitiv nicht die ganze Farbe runterbekommen haben. Die Rückleuchte ist irgendwie auch kaputt, habe ich jetzt gesehen. Wir haben massivste Rostprobleme. Wir haben immer mal wieder hier und da so eine Stelle, die schön mit überlackiert wurde, wie da. Da unten wurde schon mal was gemacht. Dann habe ich jetzt erst entdeckt, dass hier die ganze Tür verbeult ist, wie man sieht. Hier unten, den hat man ja schon wieder durchkommen sehen. Hier eine Stelle mitten in der Tür. Dann hat man die Spiegel, bevor man das Fahrzeug in diesem hässlichen Grau lackiert hat, die Spiegel, die Türgriffe und noch so ein paar andere Geschichten schwarz lackiert, ohne abzukleben natürlich. Klar, das ganze Fahrzeug ist auch nicht angeschliffen. Und jetzt kommen wir hier zur Heckpartie. Hier sieht es richtig übel aus. Heckschirmstange habe ich schon gesagt, da kaufe ich mir lieber eine neue, als dass ich die nochmal neu lackiere. Frontschirmstange muss sowieso eine neue, weil da auch ganz viel Fusch betrieben wurde. Hier haben sie durchgeschliffen, bei was auch immer. Ich weiß nicht, ob da Rost war oder so. Hier ist die ganze Heckklappe gespachtelt. Und jetzt kommen wir zum schlimmsten Teil des Fahrzeuges, zum allerschlimmsten Teil. Und das ist hier diese Ecke. Die gesamte Ecke ist angespachtelt. Ich könnte mir halt vorstellen, dass der irgendwo mal reingedriftet ist, irgendwo eingeankert. Und jetzt sieht man auch, das hat man halt durch diesen matten grauen Lack gar nicht gesehen, wie krumm hier hinten das auch ist. Also wenn man hier die Linie verfolgt und da dann hoch, schaut mal, wie das hochgeht. Ne? Normal würde das so ausschauen. Ein schöner fließender Übergang. Und hier sieht man richtig, wie das sich hochbiegt. Stört mich jetzt nicht dolle, es soll keine wunderschöne Kiste werden, das war nie der Plan damit, ist alles gut, aber ist halt schon hart. Ne? Ich meine, ich wusste, was ich von Marco bekomme. Marco hat ja gesagt, es ist halt, es, ne, kann halt, können halt Sachen dran sein, die du jetzt nicht siehst, aber dafür habe ich halt auch einen guten Preis bekommen. Also Marco mache ich gar keinen Vorwurf, weil der hat das Auto selber in der Farbe gekauft. Ich mache eher dem Vorbesitzer einen Vorwurf, also denjenigen, dem Marco das Fahrzeug abgekauft hat. Weil der hat hier ganz bewusst einen Unfallschaden kaschiert. Ich weiß nicht, ob Marco darüber Bescheid wusste. Ich glaube nicht. Ich hatte ihm das nämlich geschickt. Und er hat jetzt nicht so reagiert wie, ah ja, sorry, habe ich vergessen, dir zu sagen. Sondern eher so, boah, Digga, habe ich selber nicht gewusst. Und ich sage euch auch, warum mir bewusst geworden ist, dass das ganz klar versteckt wurde. Das Fahrzeug wurde komplett nur von außen lackiert. Wie man hier sieht. Ne, also der Lack ist hier nicht im Kofferraumbereich versprüht worden. Hier aber hat man ganz bewusst noch schön was angepinselt. Hier sieht man sogar teilweise noch den Spachtel. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Aber hier hat man schön noch ein bisschen was mit ranlackiert, dass man das hier nicht so dolle sieht. Diesen Farbunterschied, dass da halt eben Spachtelmasse ist. Ne? So. Auch die Heckklappe, ich weiß nicht, was da war, ist auch Spachtel. Geht's weiter hier. Den Tankdeckel schwarz lackiert. Weiß nicht, was die Idee dahinter war. Ne? Hier. Also gespachtelt ist es gar nicht mal schlecht, muss man tatsächlich sagen. Aber ist halt schon krass, ne? Genau, hier haben wir dann irgendwann aufgegeben, weil wir gesagt haben, okay, es macht sowieso keinen Sinn. Hier ging der Lack so schwer runter. Dann haben wir hier mitten im Lack eine schöne Stelle, wo sie geschliffen haben, Rost irgendwie weggemacht haben, weiß ich nicht was. Wir haben hier wieder den schwarz lackierten Türgriff mit dem Sprühnebel. Die schwarz lackierten Spiegel. Sieht halt wirklich aus, als hätte man das Auto angezündet. Von diesem Kotflügel hier ist der Lack tatsächlich sehr erstaunlich gut runtergegangen. Haube war auch ein Riesendesaster, sehr, sehr dicke Lackschicht, sehr schwierig runterzubekommen. Dach war auch ganz schwer, weil das Zeug sofort wieder getrocknet ist, was wir da drauf gesprüht haben. Ja, alles in allem sieht das Fahrzeug überhaupt nicht gut aus. Ne? Es hat sich auch Rost hier aufgetan an Stellen, wo ich ihn schon erahnt habe, aber es ist halt alles überspachtelt. Hier ist Rost, überall ist Spachtel, überall. So, jetzt würde natürlich manch ein Mensch, manch ein Autoliebhaber, manch ein Tuner oder auch manch ein YouTuber vielleicht sagen, meine Herren, das war ein Griff ins Klo. Und ja, auf der einen Seite kann man das so sehen, andererseits habe ich das Fahrzeug für so einen günstigen Preis bekommen. Es ist ein originaler 323 und ich weiß nicht, was die Leute dazu reitet. Auch an euch bitte. Macht doch irgendwas mit diesen Autos. Wenn es ein 323 ist, aber bitte macht es vernünftig. Bitte macht es vernünftig, Digga. Es ist wirklich, ich verstehe es nicht, eine Dosenlackierung, ne?
No front gegen die Leute, die Dosenlackierung fahren, die vernünftig gemacht sind. Ne? Aber in der Regel sieht eine Dosenlackierung Folgendes vor. Du gibst Geld aus, du investierst Zeit, meistens nicht so viel Zeit. Und danach ist das Auto weniger wert als vorher. Wenn ihr das mit einem 318 oder 16 macht, das haben wir hier auf dem Kanal auch schon gemacht. Alter, mach doch, ist mir egal, Mann. Aber ein originaler 323, Digga, das muss nicht sein. Ehrlich, das muss nicht sein. Das Auto hat eine gute Ausstattung. Der sieht von unten rum noch relativ gut aus. Da wurde zum Glück noch nicht so viel rumgefuscht anscheinend. Warum? Warum? Ich meine, Unfallschaden hin oder her, ne? Aber zumindest vernünftig lackieren. Bisschen beilackieren oder weiß ich nicht was. Naja. Aber das Fahrzeug ist ja jetzt in guter Hand, nämlich in meiner. Und dementsprechend werden wir uns natürlich vernünftig um das Fahrzeug kümmern. Wir werden ihn wieder hübsch machen und vorzeigbar machen. Natürlich das mit dem Unfallschaden, das werden wir jetzt nicht großartig noch richten können. Vielleicht noch ein bisschen anspachteln, dass diese Kante da unten nicht mehr ganz so schief aussieht. Ansonsten kriegt er einmal komplett frischen Lack und natürlich keinen Dosenlack. Wie schon gesagt, ich bin kein Freund von Dosenlacken mehr. Früher fand ich das ganz witzig, mittlerweile... Du kannst halt auch nicht anständig drauf lackieren. Es ist halt irgendwie so ein 1K-Lack. Wenn das 2K-Lack wäre, okay, ne? Aber so ein 1K-Lack. Alles klar, Freunde. Ich denke, das war genug erzählt zu diesem Fahrzeug hier. Ja, schreibt gerne mal eure Meinung in den Kommentaren, was ihr davon haltet, wenn jemand ein Auto so verschandelt, vor allem einen originalen 323 oder auch einen 328 ähnliches, ob ihr sowas auch schon mal erlebt habt und ob ihr sagen würdet, das lohnt sich noch oder schmeiß weg den Hobel. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, also auf jeden Fall Kommentar unten und das Video ballern und ansonsten liken und abonnieren. Auf jeden Fall den Merchandise-Shop auschecken. Ich habe mein T-Shirt jetzt hier drunter. T-Shirts, Hoodies, Caps, Lufterfrischer, Aufkleber, alles dort am Start. Also auch da nochmal vorbeischauen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich riesig drauf. Peace out.